So, liebe Daumenfahrer, willkommen an Bord der Normandy. Es ist endlich soweit, Garrus zu helfen. Zuletzt haben wir ja Grant geholfen, damit er sich jetzt wieder besser fühlt mit dem Initiationsritus. Und jetzt geht's ab zu der Mission mit Garrus, und zwar zur Citadel. Bin mal schon gespannt, wie das sein wird. Gehen wir mal runter. Aber so wie die anderen Missionen gewesen sind, gehen wir davon aus, dass es gewalttätig wird. Und er hat es ja schon ein bisschen angekündigt. Also, runter geht's. Ganz kurz das Mikrofon anpassen. So. Oh, das ist neu. Oder auch nicht. Wir waren schon länger nicht mehr da. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Von der Sequenz her. Ja. Oh, du hast einen Stufenaufstieg. Wisst ihr was? Ich nehme euch beide mal mit. Einerseits Garrus, weil wir wegen E da sind, und Grant wegen Haut drauf. Und das lassen wir alles so, wie es ist. Ich habe in den Verbrechensberichten von C-Sicherheit Hinweise auf einen Fälscher namens Fate gefunden, Shepard. Das wäre vielleicht ein guter Anfang für die Suche. Das Weghuten ist ein 20 Kilo Eisenprojektil. Fühlen Sie mal, wie schwer es ist. Alle 5 Sekunden beschleunigt das Hauptgeschütz eines Schlachtschiffs der Everest-Klasse auf 1 bis 1,3% der Lichtgeschwindigkeit. Es trifft mit der Gewalt einer 38 Kilotonnen Bombe auf. Das ist 3 ja, so viel, wie okay, ich gehe mal hier rein. Wurde, damals auf der Erde. Das bedeutet Sir Isaac Newton. was eine Referenz, ey. Okay, lass uns mal ganz kurz schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Seht ihr, was jetzt? Seht ihr, Daniel gesagt, von Fate gesehen. Ein Fälscher, der Leuten aber hilft. Das sagt man jetzt aber. Fate ist im Lager in der Nähe von der Neonmärkte im Zerkerker-Bezirk. Okay, Schnellreise, wir sind irgendwo da hinten. Wir kämen ins Präsidium rein, wenn wir es über die äußere Hülle versuchen? In Druck anziehen? Einmal hier hin. Zerkehrter Bezirk, sie wird in Cesarones Applications lag. Ich glaube, da müssen wir gerade hin. Gehen wir mal dahin. Ich hoffe, das ist richtig. Sie ist jetzt Captain Bailey. Ich bin gerade wirklich überfragt. Gehen wir mal kurz das Tagebuch nochmal. Tali Garrus. Neonmärkte im Zerkehrerbezirk. Neonmärkte. Neonmärkte sind wo? Das sehe ich jetzt hier so gar nicht. Gehen wir nochmal zum Rapid Transit hier. Hauptebene des Kerabezirks, wir benutzen sicher und sehr erzählt Souvenirs. Gehen wir nochmal dahin. Also der Bezirk ist größer. Aber wo sind die Neonmärkte? Lagerhaus. Ist das in die Richtung? Gehen wir mal Richtung Lagerhaus. Ist viel zu groß hier. Also hier... Schau mal nicht, wir müssen hier irgendwie nach unten. Moment mal, haben wir jetzt den Rapid Transit einfach nur nach oben genommen? Level 26. Gehen hier mal weiter. Hiroshimas! Diese Clanlose ist eine Diebin. Und ich verlange ihre Verhaftung. Okay, wir. Mir wurden eine Rückerstattung und ein Umtausch zugesichert. Ich soll hier einen neuen Universalkonverter abholen. Ich glaube, da sind sie hier.
Oh, ich glaube, das ist richtig. Fate? Sie sehen ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also, wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah, diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Verdammt! Schnell! Erschießt sie! Erschießt sie! Ihr Begriff wird... Zu langsam. Es war zu einfach. Wozu mache ich mir überhaupt die Mühe? Wir suchen einen Ihrer Klienten und würden vorschlagen, dass Sie kooperieren. Moment. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Das ist Fate. Ich wusste es. Ja, toll. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blue Suns. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Harkin kennen wir doch. Wie zum Teufel ist das Harkin Fate geworden? Also, C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Und er benutzt sein Wissen über den Laden und seine Systeme, um die Leute verschwinden zu lassen. Dann ist er selbst verschwunden. Und Fate wurde geboren. Sozusagen. Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Ja, dann gehen wir mal los. Wird bestimmt spaßig. Dann werden wir Harkin mal einen Besuch abstatten. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... also gehen? Sicher. Aber wenn wir Harkin nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh. Gut. Ja, riskant, oder? Weil jetzt könnt ihr ja ihn informieren. Ja gut, dann... Plus 7 abtrünnig. Ja, okay. Ich habe lange für diese Rückerstattung kämpfen müssen. Nein, ich werde das nicht öffnen. In meiner Tasche gespürt. Rapid Transit. Also nochmal kurz gucken. Tagebuch. Hier nochmal auf. Zu der Fabrik, in die Harkin sich versteckt hält. Also es ist ein eigener Point of Interest jetzt. War meine Kreditkarte das hier? Ja, machen wir mal. Ansonsten sollen wir woanders hinreisen. Ja, nach wie vor bitte gleich. Ja, annehmen. Beenden, danke. Ah, ich würde mich freuen, wenn es bei Garrus so mal langsam mal heile wird im Gesicht. Da ist er. Shepard? Steht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Ja, aber ja klar. Laufen Sie ruhig davon, Harkin. Wir finden Sie schon. Gebt lieber auf! Bestätige! Ja. Ah, ich bitte die beschissene Waffe ausgewählt. Ich bin dabei. Verstanden. Okay, das ging echt schnell. Ja, gut. Dann laufen wir mal hinterher. Und hinterlassen eine Blutspur. Ah, immerhin. Armeligel. Hä? Das sind alles keine Gegner. Oh, aber immerhin, der Schild ist unten. Alles klar.
Okay, muss wirklich mal ein bisschen mit dem Leben aufpassen. Okay, haben wir hier was Verstecktes? Nö. Okay, komm, greift's mal an. Aber die Roboter sind auch nicht gerade die Schlauesten hier. Komm, gebt's auf. Ihr wisst doch, was wir alle gemacht haben. Oh shit, das ist ein großes Gebiet hier. Hagen muss irgendwo da drin sein. Ich rieche ihn schon. Oh nö. Hier in Deckung. Ja, schon unterwegs. Ach, ihr kommt doch noch angeflogen. Na, wie praktisch. Flugpost. Okay, ich glaube mal, ich werde hier eher snipern, dann sind wir hier ein bisschen schneller. Wenn ich den auch treffen würde. Anvisiert und umgenietet. Bitte einmal nach da vorne. Verstanden. Verstanden. Und wieder eins vorrücken. Achtung! Na komm mal, schon den nächsten. Volle Deckung! Ja, One-Hit-Wonder. Nice. So schlimm. Ich gehe rein. Geh in Deckung! Ja, okay. Ach, da hinten ist noch einer. Ja, alles klar. Unter guter Schuss. Okay. Den habe ich weggeputzt. Kapiert. Ich gehe mal wieder auf das hier. Der Roboter, na klar. Gut. Dann hätten wir mal das. Nehmen wir mal hier Geld an uns. Und schwere Waffen, nice. Iridium ist auch nicht schlecht. Oh nee, wieder sowas. Mit viel Blau da. Und das hier müsste sein. Immerhin 4500. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Bala? Nee, oder? Jetzt weiß ich gerade wirklich nicht, wo es weitergeht. Hier ist. Moment. Da. Steuerung der Brücke. Na, sagt jemand Hallo? Gibt's was zum kaputt machen? Ich geh mal kurz hier rein. Ja, natürlich. Ich liebe dieses Gewehr, okay. Okay. Weiter nach vorne. Viel zu viele Container hier. Jetzt bist du tot. Vorsicht! Was? Wo? Was? Oh no! Okay. Schwerter Mech, schwere Waffe. Verstanden! Oh Scheiße! Mit einer weniger, auf den wir uns sorgen müssen. Okay, gerade noch so. Shit. Das war viel zu riskant. Okay, komm Leute, macht's mal was. Bestätige. Ach nö. Wo seid's denn überhaupt? Leute. Ich bin dabei. Kommt sie bitte?
Achso, wir haben einen verloren. Sehe ich gerade. Okay. Nice. Sehr gut. Kommst du wieder mit mir mit? Dankeschön. Moment mal. Platinen und gehen. Wo denn? Ja, machen wir mal. Ich krieg vermutlich eh wieder nur Credits. Ja, da sind 200. Was zum Teufel hat Harkin vor? Ja, das werden wir bald herausfinden. Und da gibt es wieder Energiezellen. Nice, dankeschön. One safe, machen wir mal wieder. Widerstand, Widerstand. C. Ich brauche. Oh wow, das war jetzt nur geraten. Okay, cool. Und gefälschte IDs. Finden Sie jemanden, der für eine gefälschte ID Verbindung hat? Klingt nach Nebenquest. Fensterkonsole. Harkin ist also endgültig zu den Bösen übergelaufen. Er war schon immer eine Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halb tot prügeln. Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Harkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt. Müssten wir aber gegebenenfalls schneller sein. Und das sieht noch sehr viel Stress aus. Haben Sie das gesehen? Ich hab was gesehen. Er bereitet sich auf uns vor. Was werden Sie tun, wenn Harkin die Kooperation verweigert? Er ist ja sein richtiger Verbrecher. Er arbeitet für die Blue Suns. Ich sollte ihn einfach ohne Vorwarnung abknallen. Aber ich brauche ihn lebend, also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Nur ein bisschen, um seine Zunge zu lösen. Ich kann verstehen, aber ja. Was glauben Sie, was Harkin da drin für uns vorbereitet hat? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Industriekomplex, schweres Gerät. Könnte alles Mögliche sein. Irgendwas ist da drin. Vermutlich noch mehr Blue Suns. Ja, aber vor denen habe ich keine Angst. In die Enge getrieben. Er hat bestimmt noch ein Ass im Ärmel. Was werden Sie tun, wenn Harkin die Kooperation verweigert? Er ist jetzt ein richtiger Verbrecher. Er arbeitet für die Blue Suns. Ich sollte ihn einfach ohne Vorwarnung abnehmen. Nein, bitte skippen. Danke. Also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Nur ein bisschen. Gut. Schnappen wir uns. Nun, es gibt einen Weg, das herauszufinden. Bin direkt hinter Ihnen. Gut. Let's rock. Wo ist er mehr? Terminal. Nee, mache ich jetzt nicht. Auf das habe ich jetzt keine Lust. Shepard, ich habe die Scanner des Lagerhauses angezapft. Die Kisten in den Frachtschiffen über ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Gut, so gut. Spür. Okay, das ist was für Scharfschütze. Okay, was sind die nächsten? Da hinten. Und unten bleiben. Der war alle immer wieder ins Leere schießen, ne? Oh, und da kommen wieder die Roboter. Spür den Blutrausch. Na, wo werden die gedroppt? Ach, da vorne. Okay, ihr beide geht's mal nach da vorne, bitte. Dann haben wir noch den einen da. Okay, ich geh jetzt auch mal weiter nach vorne. Feinde! Das müsste sie ausbremsen. Die Waffe
Na, Schwerdewaffe. Ja, wobei, machen wir mal ganz kurz. Das hat wehgetan. Na, komm her. Okay. Wenn das jetzt alle, dann gehen wir wieder auf die Waffe hier. Ah, da haben wir ja noch jemanden. Mit einer fucking Rakete. Alles klar. Ja, alles klar. Ach so, was machst du denn dann? Das wird Hake noch bereuen. Ja, das schreibe ich auch. Oh Mist. Zwei schwere... Ja, na super. Okay, wir brauchen wieder die Einigkeit. Auf die Waffe hier. Einmal das. Scheiße, ich will mich regenerieren. Bitte. Scheiße, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Scheiße, geh weg. Ah, Einigkeit. Aktiviere Waffen. Mit Vergnügen. Oh, okay. Oh, Gott sei Dank. Shit, wir brauchen unbedingt Medigel. Kurz Moment. Alles klar. Puh. Das wird's doch nicht gewesen sein, oder? Da kommt noch was. Sie werden es niemals schaffen. Ja, sagst du. Also wenn du nur so Roboter hast, dann wirst du es auf jeden Fall schaffen. Ich bin dabei. Ja, okay. Kann ich nicht einfach direkt drüber springen? Das wäre viel praktischer. Okay, und mal rein. Hä? Okay. Nicht nah genug. Wie hat er das jetzt gemacht? Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Wir bitten Sie nicht um einen Gefallen, Haken. Lass Sie nicht sagen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Turianer aus. Ich weiß, wen Sie meinen, und ich werde gar nichts sagen. Ist diese Information wirklich den ganzen Aufwand wert? Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, wow, er ist echt angepisst. Okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen.
Ich gehe. Mach jetzt bloß keinen Scheiß. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Gareth. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Und C-Sicherheit eine Blutspur geben, der Sie folgen kann. Bastard! Sie kommen sehr leicht davon, Harkin. Was habe ich Ihnen je getan? Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Wow, ist der angepisst. Und ja, wird ganz bewusst nicht eingegriffen. Ich wollte gerne einfach sein Ding machen lassen. Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Ich mache mir langsam Sorgen um Sie, Gareth. Sie waren bei Harkin ziemlich gnadenlos. Glauben Sie nicht, dass er es verdient hat? Das passt einfach nicht zu Ihnen. Was wollen Sie von mir, Shepard? Was würden Sie tun, wenn Sie jemand verrät? Ich bin nicht sicher, aber ich würde nicht zulassen, dass es mich verändert. Das hätte ich auch gesagt, bevor es mir tatsächlich passiert ist. Es ist noch nicht zu spät. Sie müssen es nicht durchziehen. Wer außer mir sollte Sidonis seiner gerechten Strafe zuführen? Niemand sonst weiß, was er getan hat. Es wäre auch allen egal. Ich sehe keine anderen Optionen. Ja, gut. Ich werde es nicht wieder erwähnen. Ich weiß das zu schätzen. Ich muss mich vorbereiten. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Wird garantiert nicht so einfach werden. Tatsachenhaken. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Vor allem erkennt er uns nicht als Shepard? Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Es wird nicht lange dauern. Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich erinnere mich nicht, Sie schon mal gesehen zu haben. Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Harkin sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Das wird es nicht. Keine Sorge. Was? Oh, Scheiße. Oh. Verrat bestraft, Sidonis. Das ging ja ganz einfach. Einfach und sauber. Gute Arbeit. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Gehen wir. Ich muss weg von diesem Ort. Ich bin gleich bei Ihnen. Geht's denn damit jetzt auch wirklich besser?
Also ich werde mal schauen, ob ich gerade mit ihm reden kann. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Mission jetzt so endet, wie sie geendet ist. Warum sind wir jetzt wieder hier? Ich will gerne wieder auf die Normandie. Bitte, danke. Okay, gut, dann gehen wir mal nach unten. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Ja, nicht jetzt. Erstmal mit Garrus reden, das ist mal wichtiger. Der Unbekannte kann erstmal warten. Südli. Das ist dann Versuch 6 oder 7 oder so, wo mit ihm schon mal ein bisschen mehr quatschen wollte. Schauen wir, ob es jetzt weitergeht. So, Garrus. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher, ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte er hat ja gesagt! Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben, ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das, nur halt nicht so elegant. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Mal im Ernst, Garrus, wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst? Die Kollektoren haben Sie schon mal getötet. Und Sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben, daran besteht kein Zweifel. Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Und ich bleibe in jedem Fall dabei. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich gehe mal alles durch. Garrus und die C-Sicherheit. Haben Sie es je bereut, C-Sicherheit oder das turianische Militär verlassen zu haben? Keine einzige Minute. Wenn ich es mir recht überlege, Shepard, bin ich wohl kein besonders guter Turianer. Wenn ein guter Turianer einen schlechten Befehl bekommt, befolgt er ihn. Er beschwert sich vielleicht, aber er kennt seinen Platz. Aber ich sehe keinen Sinn darin, still und höflich zu bleiben. Nicht, wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring, was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Okay, ja, Vollkontakt-Sparring. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Aha, so. Sehr zweideutig. Okay, kann ich sonst sowas machen? Ja, nee.
Na, das ist nochmal, aber macht er gerade das gleiche wieder, oder? Riskante Missionen auf Schiffen. Schon, aber das. Ja. Dieses Mal sind da Miranda und okay, mehr geht nicht. Das war's dann wohl. Alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Danke für das Gespräch, Garrus. Wir sehen uns später. Natürlich. Ah, schade, da kommt noch. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Eventuell muss ich noch öfter mitnehmen. Aber ihr endlich hat er mit uns mal gequatscht. Es ist ein Fortschritt. Ich hoffe, ich kriege das mit der Beziehung noch irgendwie hin. Ja, und das soll es auch mal gewesen sein mit dieser Episode. Mal schauen, wie wir weitermachen mit der nächsten. Also, ciao!